Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Keines gestorben Box von Weekend. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Keiner ist gestorben von Weekend. Bevor wir die Folie abmachen, schauen wir uns noch ganz kurz an, was hier vermerkt ist. Hier haben wir einen Aufkleber auf der Folie und hier lesen wir Deluxe Box, Keiner ist gestorben, inklusive CD plus Instrumentals plus Bonus EP, T-Shirt in der Größe M und Poster und Sticker. Alles klar. Gut, dann werden wir die Folie mal abmachen und uns dann die Box im Detail ansehen. Also wir werden das Ganze aufschneiden. So, da. Sehr schön. Also, wir haben hier Weekend mit dem Kopf in einem tiefen Teller. Könnte eventuell eine Suppe sein oder einfach Spaghetti Bolognese oder zumindest Tomatensauce. Sieht ganz danach aus. Weekend, Keiner ist gestorben. Hier unten der Schriftzug. Und oben haben wir nichts, also glatt, blau-grün und das verläuft dann hier so die Farbe, weißer Tisch zu sehen. Die Unterseite, ja, weiß bzw. so hellgrau. Auf der rechten Seite zieht sich der Tisch und die Wand weiter durch. Keiner ist gestorben, lesen wir hier. Und hier noch eine ID. Oben nichts, also blau-grün, kein Schriftzug. Keiner ist gestorben, auch hier wieder diese ID. Und auf der Rückseite haben wir schon die Tracklist abgedruckt, 14 Stück, dazu kommen wir dann noch beim Album genauer. Dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Alles klar, Box ist eine, ja, Clubbox, klassisch. Und dann schauen wir mal, was wir darin finden. Wir haben hier einmal das T-Shirt, die Instrumentals, die Bonus-EP, einen Sticker mit Tourdaten, ein Poster und das Album. Alles klar. Die Box von innen glatt weiß und wir haben hier wie so oft so einen Einleger, wo man die CD fixieren kann, so eine kleine Pappeinlage. Diese ist in der Box festgeklebt. Okay, Box machen wir mal wieder zu. Und dann starten wir gleich mit dem Album an sich. Keiner ist gestorben, Weekend lesen wir hier. Und wir sehen hier den Interpreten Weekend, wie er gerade vom Fahrrad stürzt. Hier lesen wir noch, nur der Punk ist tot. Also keiner ist gestorben, in Klammer, nur der Punk ist tot. Das ist auch im Refrain des Tracks dann, wird das auch gesagt. Also quasi der Untertitel zum Album. Und es sieht hier aus, ja, wie so ein blaues Rennrad. Eben hier so spezielle Griffe und sehr dünne Reifen. Und das, ja, sieht so aus, als wäre er mit der falschen Bremse in Kontakt gekommen. Also wenn man den Vorderreifen bremst, dann ist das meistens das Ergebnis. Dann haben wir hier hinten die Tracklist. 14 Stück an der Zahl. Wir haben Features von Sorgenkind, 3 Plus und Fat Tony und Edgar Wasser. Also insgesamt 4 Features auf 3 Tracks verteilt. Meine Favoriten des Albums nach den ersten ein, zwei Mal durchhören sind Köpfe mit Sorgenkind und Ich will, dass irgendwas kaputt geht. Also diese beiden Tracks sind bei mir jetzt speziell hängen geblieben. Und dann kommen wir auch schon zum Innenleben. Wir haben hier einmal das Booklet. Müssen wir so noch rausbekommen. Das ist immer so eine Sache. So, aber jetzt. Also, Cover kennen wir bereits. Was haben wir hier? Oh, gefällt mir sehr gut. Also, wir haben hier zu den Tracks einzeln die Texte abgedruckt. Sieht man echt selten in Booklets, aber ich bin auf jeden Fall großer Fan davon, wenn man das macht. Da kann man dann immer mitlesen, mitrappen, beziehungsweise wenn man etwas nicht verstehen sollte, nachlesen. Also hier ist wirklich jeder Track einzeln abgedruckt.
wie man sieht, jede Menge Text. Und irgendwie zieht sich da so diese Fahrradthematik durch. Also wir haben sehr oft ja, Aufnahmen von Fahrradreifen, Fahrradspeichen etc., so Detailaufnahmen. Und dann hier wieder weiß und blaugrün, diese Farbelemente, die wir auch schon vom Cover kennen. Jede Menge Text. Dann haben wir hier am Ende eine Danksagung. Eine sehr lange Danksagung. Danke, Christoph. Also Christoph, ja, Weekend mit bürgerlichem Namen. Und hier nochmal das Fahrrad, das nach dem Unfall am Boden liegt. Okay. Dann schauen wir uns die CD an. Die sieht so aus. Lässt sich jetzt gerade nicht drehen. In schwarz und weiß gehalten das Ganze. Und auf der Rückseite sehen wir hier einen strahlend blauen Himmel und Bäume. Also sehr, sehr friedlich, idyllisch das Ganze. Und eben hier der Fahrradsturz in dieser Idylle am sonnendurchfluteten Tag passiert anscheinend. Dann haben wir hier einen Sticker mit dem Cover nochmal und unten die Tourdaten. Chimperator live präsentiert. Weekend ja bei Chimperator unter Vertrag. Also könnt ihr natürlich abchecken, wann Weekend in eurer Stadt ist. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Auch hier wieder das bekannte Cover. Nur mit dem Zusatz Instrumental hier oben. 14 Stück an der Zahl, sprich wirklich jeder Track des Albums auch hier als Instrumental drauf. Keine Lückenfüller oder Skits. Die CD genauso wie die Album-CD mit dem Zusatz Instrumental. Und das Ganze wie so oft in einer Papphülle. Dann haben wir die Bonus-EP, diese ja nicht in einer Papphülle wie so oft, sondern in dem Fall in einem normalen Jewel-Case. Gefällt mir gut. Hier oben lesen wir Musik für die, die nicht so oft denken. Und wenn doch, dann nur ungern. Und hier ein Lama mit einer Krone auf. Hier lesen wir noch Weekend. Es kam ja 2015, also vor 2 Jahren, kam ja das letzte Album von Weekend raus. Und das hat er geheißen Musik für die, die nicht so gerne denken. Das heißt, das ist wohl eine EP, die sich daran anlehnt, auch wenn sie jetzt hier nicht so oft denken. Damals war es nicht so gerne denken, aber ist thematisch wahrscheinlich sehr, sehr dem angelehnt. Okay. Wir haben auf dieser EP 5 Tracks, keine Features, 5 Solo-Tracks von Weekend. So sieht das Ganze von innen aus. Auch hier haben wir wieder, ja nicht wirklich ein Booklet, ich glaube das ist wirklich nur, ja, das ist nur eine Seite, eben Rückseite die Tracks, Vorderseite das Cover. Also hier nochmal die Infos, wer an den Tracks beteiligt war. Die CD sieht folgendermaßen aus. Also in schwarz gehalten und hier überall diese kleinen goldenen Kronen. Und der Hintergrund in diesem blau-grünen Weißverlauf. Sehr schön. Dann haben wir ein Poster. Einseitig bedruckt. Da klebt es jetzt wieder zusammen. Natürlich nicht so, so aber jetzt. Im Querformat und wir haben hier einen Herren im Mercedes sitzen und unter dem Auto dürfte wohl Weekend liegen, also hier ein alter Mercedes und ja, sehr, sehr passend zu dem Thema, keiner ist gestorben. Ansonsten, wir haben hier unten rechts im Eck noch den Schriftzug Weekend in weiß auf dem grauen Asphalt auf der Straße. Machen wir mal wieder zusammen. So, voilà. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch ein T-Shirt. Und was man vielleicht zu dem T-Shirt sagen muss, also das T-Shirt ist glatt schwarz und wir haben hier auf der Brust keiner ist gestorben und hier Weekend
auf einer Stiege liegen. Und wir sehen hier, das ist vielleicht etwas schwer zu sehen, wir sehen hier eine Sonnenbrille und ein Eis. Und er hat auch einen Schuh verloren, also dürfte diese Stiege wohl runtergefallen sein, dürfte gestolpert sein. Aber was wirklich zu dem T-Shirt zu sagen ist, mein T-Shirt hat jetzt Größe M, denn die Box gab es in verschiedenen Ausführungen, man konnte das T-Shirt in verschiedenen Größen wählen. Ich habe mich in dem Fall für M entschieden. Regulär haben die meisten Boxen immer L-T-Shirts drinnen. Deswegen freut es mich natürlich, wenn man auch mal M nehmen kann, da ich generell Größe M trage und darin nicht so untergehe oder das Ganze nicht so rumschlabbert wie ein Größe L-Shirt. M ist ziemlich körperbetont. So, dann haben wir hier die Info. 100% Baumwolle. Wir haben es zu tun mit einem B und C bzw. BC-Shirt und das Ganze ist made in Bangladesch. Und wir haben auch noch einen Neckprint. Hier steht Weekend in weißer Schrift. Sehr schön. Schauen wir uns noch einmal kurz an, wie das Ganze im Detail aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier mittig auf der Brust diese Abbildung, diesen Aufdruck, wo Weekend eben auf der Schnauze liegt, die Treppe runtergefallen ist. Und dann haben wir noch den Schriftzug, keiner ist gestorben, in weiß auf schwarz. Gefällt mir vom Design echt gut, muss ich sagen, auch wenn das Motiv ein bisschen ja, eigenwillig ist. Und natürlich, dass ein Eyecatcher ist, dieser Schriftzug, keiner ist gestorben. Aber ich finde, es hat irgendwie was und ich werde es auf jeden Fall mal tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe M. Wie gesagt, gab es in mehreren Varianten, M, L, je nachdem. Ein Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Die Bonus-EP, Musik für die, die nicht so oft denken und wenn doch, dann nur ungern. Die Instrumentals zum Album in der Papphülle. Der Sticker mit den Tourdaten im Hochformat. Und das Album an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box. Keiner ist gestorben von Weekend. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Weekend unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.